Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In den vergangenen Projekten habt ihr das bestimmt schon gesehen. Ich habe einen neuen Frästich. Das ist hier diese wunderschöne Maschine. Und vorweg kann ich schon mal sagen, das ist eine der durchdachtesten Maschinen, die hier in dieser Werkstatt stehen. Denn das ist wirklich ganz, ganz abgefahren, an welchen Punkten hier wirklich ganz, ganz viel Hirnschmalz reingepumpt wurde, damit halt die Maschine möglichst gut funktioniert. Hier auch so eine kleine Information direkt am Anfang vom Video. Meine Absauganlage läuft noch nicht. Das bedeutet, ich werde die Maschine heute, das, was ich euch zeigen werde, ohne Absaugen benutzen. Ein bisschen schade, weil genau die Absaugung ist auch einer der Features und der Maschine, die wirklich mit am besten ist. Und das werde ich deswegen wohl nachholen, wenn die Absauganlage halt eben steht und die Maschine halt eben auch an dem Absaugsystem angeklemmt ist. Also ich werde euch einmal zeigen, was die Maschine so kann, denn wir haben nämlich hier diesen wunderschönen Tisch und da befinden sich schon drei Spindeln unter dem Tisch. Und das ist somit einer der Punkte, der wohl, denke ich, wo ich denke, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Denn ich habe die Maschine hier auf YouTube fast noch gar nicht gesehen. Die gibt es nämlich auch noch mit 6 Frässpindeln. Es gibt eine einfache Frässpindel und ich habe auch schon einen Frästisch gesehen, der hat 12 Frässpindeln. Aber wie gesagt, ich packe euch auch einen Link in die Beschreibung. Dort werdet ihr dann sehen, in welcher Ausführung es die Maschine hier halt eben gibt. Mal schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an. Also, wir haben hier einmal unseren Tisch, den können wir hoch und runter klappen. Da schauen wir gleich genauer rein. Ich drehe das Ganze jetzt einfach mal. Wir haben hier einmal eine Aufnahme. Das zeige ich euch auch gleich, wofür das Ganze ist. Hier haben wir den riesigen Absaugport, den können wir halt eben ganz einfach verschieben. Das zeige ich euch gleich auch noch, wofür der ist. Hier unten, das werde ich auch noch zeigen, wofür das Ganze ist. Das hier ist unser Parallelanschlag. Und hier sehen wir dann auch schon den Steuerkasten. Wir sehen hier drei Öffnungen, da sind drei Frässpindeln drunter. 1, 2, 3. Und so können wir halt eben 1, 2, 3 Frässpindeln in dem Fall ansteuern. Wir haben hier noch eine Position 4 und die ist einfach hier unten die Steckdose, denn da könnte man nämlich noch ein Zusatzfräsaggregat halt eben anstöpseln. Hier sehen wir jetzt halt eben diese drei Frässpindeln und das Geniale ist, dass wir halt eben drei Fräser immer eingespannt haben können. Das bedeutet hier zum Beispiel einen Schaftfräser, einen Abrundfräser und hier hatte ich die ganze Zeit einen 45-Grad-Fräser aufgespannt. Hier ist natürlich ein Sicherheitsschalter, damit wir die Maschine jetzt nicht einschalten können. Und hier sehen wir auch schon ein weiteres tolles Feature. Und zwar ist hier quasi schon ein eingebauter Platz, wo die ganzen Fräser hin können. Ich habe jetzt hier die Fräser in der Maschine, die ich auch auf meiner handgeführten Oberfräse habe und habe alles schön im Überblick. Hier sehen wir die beiden Schlüssel, mit denen wir halt eben die Fräser an der Maschine hier wechseln können. Und auch hier schon der passende Schlüssel für meine handgeführten Oberfräse. Hier sehen wir auch so einen Teil von dem genialen Absaugsystem. Das ist jetzt quasi eingerichtet für den mittleren Fräser. Das kann man einfach hinten verschieben, sodass wir jetzt zum Beispiel hier diesen Fräser absaugen würden. Und dazu würden wir dann auch mit diesem Schacht hier oben das Ganze absaugen. Das bedeutet, wir saugen wirklich mit richtig viel Luftvolumen um den ganzen Fräser die Späne weg. Und so können eigentlich fast gar keine Späne mehr unten durchfallen, weil das Ganze wirklich so gut abgesaugt wird. Ich habe es gerade einmal gezeigt. Hier unten ist dieser untere Schacht. Wenn wir das Ganze jetzt zuklappen, sehen wir halt, dass hier oben noch eine Lücke ist und die ist genau dafür gedacht. Wenn wir zum Beispiel etwas abrunden oder irgendwie etwas bündig fräsen, dann können wir jetzt hier dazu noch diesen Absaugschacht einfach hier reinschieben und da seht ihr auch, das ist wirklich so gut verarbeitet. Da ist wirklich, wirklich an jeden Punkt mitgedacht worden. Das können wir jetzt einfach hier oben reinschieben und können jetzt von oben absaugen, von unten großflächig absaugen und können das auch an eine große Absauganlage anklemmen, denn wir haben hier diesen großen Absauganschluss. Ich zeige euch jetzt mal, wie es aussieht, wenn man jetzt hier eine Phase fräsen möchte. Ich baue dafür meinen Fräser erstmal ein. Dann habe ich hier auch schon das passende Werkzeug. Kann die Spindel eben arretieren. Nächstes kann ich die Spindel runterfahren und das werde ich euch mal ein bisschen genauer zeigen. Die Höhenverstellung an dieser Maschine, das ist ein absoluter Gamechanger. Da werde ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie man hier die mittlere Einstellung und halt eben die äußere Einstellung, wie man das benutzen kann. Wir haben hier zum einen erstmal diesen Exzenter. Das bedeutet, mit diesem Exzenter können wir die ganzen Fräsmotoren ganz einfach und schnell vor allen Dingen hoch und runter bewegen. Mit diesem Exzenter kann ich zum Beispiel jetzt den Fräsmotor auf diese Höhe bringen, wenn ich hier oben zum Beispiel ein Messmittel habe und habe hier halt jetzt noch die Möglichkeit, das Ganze wirklich fein einzustellen. Danach kann ich alles hier halt eben feststellen. Hier liegt direkt ein Schlüssel bei, mit dem wir halt auch hier unsere Arretierung einstellen könnten. Das werde ich euch jetzt mal an der linken Fräse bzw. an der rechten Fräse zeigen, denn dort sind die sogar noch vom letzten Mal eingestellt. Das bedeutet, das hier möchten wir jetzt einmal wieder öffnen. Deswegen öffne ich hier auch die ganze Fräse. Das hier ist der Fräsmotor für meinen Abrundfräser. Normalerweise ist es ja beim Abrundfräser mal so, dass die immer auf der gleichen Höhe eingestellt sind.
Und dafür kann ich halt eben jetzt hier meine Arretierung schon mal voreinstellen. Ich kann das Ganze hochschrauben. Ich kann den Exzenter runterlassen und kann den Fräsmotor jetzt feststellen. Hier seht ihr meinen Abrundfräser und da kann ich halt eben jetzt noch meine Schutzeinrichtung passend darüber bewegen. Jetzt habe ich hier einen Schutz für die Finger und ich habe hier auch einen Anlaufbacken, sodass ich hier Teile jetzt abrunden kann. Und das werden wir jetzt mal benutzen. Ohne zu etwas kontrollieren, seht ihr jetzt, dass wir hier einen perfekten Radius angefräst haben. Ich musste das Ganze nicht nachkontrollieren, weil ich habe das einmal vorher eingestellt und den Radius konnte ich innerhalb von kürzester Zeit jetzt hier direkt dran fräsen. Und das Coolste kommt jetzt. Bin ich mit diesem Fräser fertig, kann ich einfach die Arretierung lösen und kann halt eben direkt wieder runterfahren und könnte jetzt zum Beispiel einen Falz fräsen. Und das machen wir doch jetzt einfach mal, oder? Dafür kann ich meinen Parallelanschlag jetzt näher ranbringen und ich kann meine Backen nach unten stellen. Die kann ich jetzt auch so nah, wie ich es halt eben brauche, beistellen. Und so werde ich absaugen und die Führung halt eben nochmal besser. Und das kann man halt eben ganz einfach bei jedem Fräser einstellen. Dazu haben wir jetzt hier auch noch diese tolle Klemmvorrichtung. Und da muss ich wirklich sagen, das macht bei einem Fall richtig viel Sinn. Dann habe ich mir vor ein paar Wochen ein Regal für meine Lackdosen gebaut und dort habe ich quasi das Ganze ähnlich gemacht, nur an dieser Maschine. Dort habe ich für dieses Möbel auch einen Falz gefräst und dieser Falz war wirklich bis auf einen Millimeter genau. Und somit wurde hier diese Rückwand quadratisch und alles wurde praktisch und gut, kann man so sagen. Auf jeden Fall durch diese Andrückvorrichtung hat das Ganze nochmal besser funktioniert. Wir nehmen einfach mal an, wir möchten hier einen Falz fräsen. Dann kann ich jetzt meinen Anschlag grob auf mein Maß bewegen. Ich habe hier zwei Stellknäufe. Ich kann diesen hier als ersten festdrehen, denn der ist nämlich jetzt für die Feineinstellung. Ich kann somit jetzt meinen ganzen Fräsanschlag passend einstellen und halt auch eben nachstellen. Durch diese ganzen Feineinstellungen konnte ich jetzt einfach auf der und auf der Seite noch wirklich ein ganz kleines Stückchen wegfräsen, damit hier die Oberfläche auch wirklich einfach richtig gut ist. Einsatzfräsen funktioniert hiermit auch. Wir haben dafür hier diese beiden Schenkel, die wir auch in der Länge einfach einstellen können. Und da werden wir jetzt mal eine kleine Tasche hier reinfräsen. Ich stelle mir das einmal kurz ein. Nehmen wir einfach mal an, wir wollen das Ganze hier hinfräsen. So einfach haben wir das jetzt auch an der Stelle gemacht. Ich sag's, hier ist es ganz wichtig eigentlich, dass eine Absaugung da ist, damit halt die Späne sich nicht direkt zwischen die Backen legen. Wobei man hier auch dann direkt nochmal die Möglichkeit hätte, den Anschlag einfach ein bisschen nach oben zu stellen, sodass die Späne sich gar nicht wirklich unten verkeilen können. Da hat man halt hier eben auch die Möglichkeit, dass man den Anschlag hier entsprechend hochstellt. So, das wollen wir jetzt aber nicht mehr machen. Wir haben jetzt unseren Einsatz gefräst. Den Anschlag können wir zur Seite bewegen. Unsere mittleren Fräser können wir jetzt auch wieder nach unten bewegen. Und vielleicht möchten wir ja jetzt noch eine Faser fräsen, dann können wir das Ganze einfach umstellen und können hier die Faser halt eben ranfräsen. Das hier ist ein Verbreiterungstisch und den werde ich euch auch noch zeigen. Wir sehen hier 1, 2, 3 Aufnahmen, wo wir diesen Verbreiterungstisch benutzen können. Und hier links und rechts an diesen beiden Seiten gibt es halt eben nochmal eine Feinheit.
Und zwar sind das hier diese Innensechskantschrauben. Mit denen können wir halt eben diesen Verbreiterungstisch in der Höhe perfekt einstellen, sodass wir hier mit unserem Material nicht gegen unsere Verbreiterung fahren. Die kann man dann einfach so öffnen und passend hier reinhängen. Das ist ab Werk so gekommen und ihr seht, das läuft hier wirklich perfekt drüber. Also das ist so genau, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Leco mio. Oh Mann, ey, ist das so genau alles. Bin ich ein bisschen überfordert mit. Und diesen Verbreiterungstisch können wir auch hier, muss ich einmal nachstellen, den können wir auch hier dann ganz einfach festmachen. Zack. Ist das geil. Das Schöne ist, dieses System hier passt nicht nur an diesem Frästisch. Ich habe noch eine ganz, ganz alte Tischfräse gekauft und da war auch so eine Verbreiterung dabei und da sind auch diese Aufnahmen hier. Das bedeutet, dieses System hier kann man auch an anderen Maschinen benutzen. Das wird auch teilweise bei Format-Tischkreissägen benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen Format-Kreissägen so ist, nur ich hatte eine, wo halt eben genau das System dann dort halt eben auch dran gepasst hat. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn man mal ein bisschen mehr Auflagefläche hat, dann kann man das System hier an dem Frästisch benutzen und auch vielleicht an einer anderen Maschine. Das ist wirklich schön, toll einheitlich gelöst. Eine sehr, sehr durchdachte Maschine. Also ich bin mir eigentlich jetzt schon fast sicher, ich habe gar nicht alles erwähnt, was sie jetzt kann. Ich weiß, es gibt noch Zubehörwerkzeug, wo man halt Radien anfräsen kann, wirklich die verrücktesten Sachen fräsen kann. Und generell, wenn es um Fräsen geht, dann kann die Maschine das auch auf jeden Fall. Und deswegen bin ich mir eigentlich schon sicher, dass ich jetzt mit dem Zubehör, was hier dabei ist, schon ein paar Dinge vergessen habe, weil das wirklich so unfassbar umfangreich ist. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr dann in Zukunft sehen möchtet, wenn die an dem Absaugsystem angeklemmt ist, wie gut das Ganze absaugt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also das könnte ich mir vorstellen, dass ihr das vielleicht im eigenen Video mal zu sehen bekommt. Und ansonsten schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die Maschine gefällt. Also ich bin wirklich immer noch baff. Das ist ganz, ganz abgefahren. Habe ich erwähnt, dass das ein Dauerläufer ist? Die Fräsmotoren könnten theoretisch nonstop laufen, also die besten Voraussetzungen, um eine Serie zu starten. Also, das soll mal ein kleiner Überblick von diesem Frästisch hier gewesen sein. Das wird aber natürlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich werde ganz, ganz viele Projekte damit umsetzen und auch dann werde ich euch immer mal wieder zeigen, wie die Höhenverstellung funktioniert, weil ich finde das wirklich ein sehr, sehr gut durchdachtes System und das verdient es, öfters mal gezeigt zu werden, oder? Wie steht ihr dazu? Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, verlinke euch hier zwei weitere Videos und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!